Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-Folge. Und ihr seht ja schon, ja, wir sind auf der Karte Stratshire unterwegs. Ich hoffe, ich spreche das ganze Zeit immer hier richtig aus. Stratshire, irgendwie sowas in der Richtung. Ist eine der neuen Karten, die jetzt vor einiger Zeit jetzt erschienen ist. Und wir wollten sie uns mal angucken. Ihr hattet darum gebeten, dass wir uns die Karte mal angucken. Und jetzt gucken wir sie uns an. Und einen weiteren Wunsch erfüllen wir hier auch noch. Ihr hattet ja mal gefragt gehabt, wie sieht denn eigentlich so das Scania-Modell aus von dem Buspack 400 MMC. Das ist das Scania-Fabrikat dazu. Und schwer hier natürlich zu sehen, hier, ne, da unten steht Scania. Ja, also das haut hier hin. Und sonst, ja, haben wir hinten auch nochmal so ein kleines Logo hier. Scania. Zweitür-Variante haben wir uns hier gewählt. Und ja. Das also, wie gesagt, ein weiterer Wunsch, der von euch hier gefragt wurde. Das werden wir uns jetzt, wie gesagt, dementsprechend mal so ein bisschen anschauen. Auch haben wir jetzt, habt ihr schon gesehen, die Kameras wieder dabei, damit das Ganze natürlich hier passt. Spiegelchen überall und so weiter und so fort. Ja, da sehen wir so schön hängen wieder. Ne? Hier, das sind dann die Kameras wieder. Also, ganz ehrlich, ich muss sagen, der Bus ist absolut fantastisch. Sitzen wir jetzt hier oben noch. Ja, können wir gucken. Fahren direkt auf der Wand zu, hier noch so ein Monitor hier an der Seite, der uns zeigt, wo wir denn langfahren, wo wir hin müssen und so weiter. Und ja, sonst gibt es jetzt erstmal hier soweit nichts zu sagen zu dem Bus. Bin mal gespannt, dass das Ganze jetzt funktioniert. Ja, ihr seht auch ohne BBS. BBS hat ein bisschen Probleme. Der konnte die Minimap irgendwie nicht reinladen oder sowas. Und da sperrt sich dann der Busbetriebssimulator komplett. Deswegen heute ohne die BBS-Oberfläche. Ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Ja, braucht man nicht. So, sonst hier. Haha, da sehen wir schon. Ne? Also, das sieht schon extrem gut aus hier. Das Scania-Lenkrad und so weiter. Haben wir hier unten auch den Panik-Button wieder. Ne? Also auch hier oben die Monitore wieder, das furchtbare Gerät hier, mal gucken, ob wir das damit hinbekommen. Und sonst, ja, auch hier, ne, haben wir die Scheibe, die wir hier hoch und runter machen können. Also mittlerweile fühlt man sich denn doch heimisch, ob nun rechts oder links, fühlt sich das Ganze ziemlich gut an. So, na denn, 16:40 ist Abfahrt, oder 16:42 nach City Center. Das ist doch mal falsch, oder? Nee, ich glaube, das ist richtig. River Street, genau, City Center. Das müssen wir mal gucken. Explore, ja. Zack. 49 und ja, das funktioniert wieder großartig. Nehme ich überhaupt nicht. Ich komme mit diesem Gerät hier komme ich absolut nicht klar. Ja? Also 4 9 Nein, das ist Quatsch. 4 9 bestätigen. Und jetzt hätten wir hier ein Ziel auswählen können. Und das können wir aber nicht. Deswegen müssen wir das halt wieder mal manuell machen. Und zwar die 49 nach City Center. Ja. So. Das ist aber falsch. Die ist leider ein bisschen falsch hier. Freund, da hast du was falsch gemacht. City Center, gib mir doch den. Also entweder ist das jetzt richtig hier oder er zeigt mir hier gerade mysteriöse Sachen an. X49. Hier gibt es noch einen X49, aber das ist ja. Was haben die denn hiermit gemacht? Die ganze Hofdatei ist total komisch. So, Explore Stratshire, ja, nee, wollen wir jetzt nicht. Park and Ride.
Das steht hier alles doppelt und dreifach drinne. Das ist echt komisch. Dann wird das schon stimmen, so wie es da ist. Dann wird das schon stimmen. So, 49, alles klar. Dann mal das Ganze mal wegpacken hier. Ein WC? Nicht schlecht. So, ...16:40 Uhr war Abfahrt. Wir machen mal 35. So. Und dann schauen wir mal. Wie das hier heute ausschaut. Vorfahrt machen wir. Eine Viertelmeile. Na ja, gut. So. So, kommt da hin, werde rausgucken. Hiya, Driver. Hello. So, werden wir mal die Zeit hier bisschen hoch drücken. Kein weiterer Fahrgast, los geht's. Wow, sogar mit Ansagen. Schon ein bisschen eng hier alles. Wahnsinn. So, Madame ist raus. Raus. Sehr schön. Weiter geht's. ...49 rechts rum. Next stop, Myers Drive. So, morning.
next stop, Walton Street. Dr. Watson! Na los! Oh, haben Sie... Fahr doch! Watson Street. So! Ja, läuft, läuft, läuft. So, schnell die Bilder hier anmachen. So, warte mal, wir müssen aber mal gucken. Ach, das hier geht jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Das ist, gucken wegen Verspätung oder sowas, weißt du? Wäre mal interessante Sache. Aber das Shift-Z-Menü funktioniert wieder mal nicht. Dann gucken wir mal so auf. Watt Street 45, da sind wir 2 Minuten zu früh. Obwohl, ne, bin so gut in der Zeit. 16:43 ist es. Pass, eine Minute Verfrühung. So, jetzt haben wir aber auch das Scania-Modell. Also, ihr seht, ne, es ist halt, ja doch, kann man sagen, recht umfangreich. Ganze Paket hier mit dem 400 MC Paket hier. Auch Klappe geht wieder auf zu. Super. Super, ich bin mal gespannt. Also so der erste Eindruck, ja. Sie wurde auf jeden Fall kam auf jeden Fall sehr gut an, Swatchire, die Karte. Man kann ja mal da unten auch so ein bisschen Bewertungen lesen und alles sowas. Ja, also. Das muss schon sagen. Next stop, Sainsbury's. Und schon wieder eine Baustelle. Dein Ernst hier. Wieder eine Baustelle hier. Geil, ob wir jetzt schön mitgenommen haben. Auf jeden Fall sind sie nicht so sauer. Dass wir ja gleich alle aussteigen wollen hier. Straton. Es gibt glaube ich noch 2, 3 andere Linien. Voll übersehen, dass sie in der Haltestelle kommt, wa? Das war aber gut versteckt gewesen, das Schild. Tut mir leid. Sorry. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Wie immer vergessen. Achso, ja, genau, Linien. Gibt's 4 Linien? Drei oder vier Linien gibt's hier, die man hier fahren kann. Next stop, Aldi. Schön, wie gesagt, mit den Ansagen. Warum sind hier so viele Ampeln? Ist das normal? Guck mal, hier ist ein Ikea. Mensch. Mal schnell Möbel shoppen. Dick. Also Beleuchtung an, die Heizung vielleicht noch an. Hier, wo haben wir sie?
Heizung. Für die jetzt nicht. All. Dann fahren wir nach All. Achso, hier ist dieses Park and Ride Dings. Ah ja, okay. Ist auch schön gemacht hier, wa? Das sieht schon echt fantastisch aus. Aldi. Ah ja, hier ist Aldi. Wirklich? Nee, ne? Doch, da ist ein Aldi. Habt ihr gesehen? Die Haltestelle heißt Aldi und da gibt es auch ein Aldi. Da. Ja, da, hier. Typisches Aldi-Logo. KFC. Oh ja, so schön lecker Chicken Wings, Alter. Großartig. Aldi, ja. Jetzt kommt Ikea. Ah, wir sind viel zu früh, sehe ich gerade. ...1848... ...52 hätten wir erst hier sein sollen. So. Was denn jetzt? Irgendwie hat er mich jetzt hier ein bisschen durcheinander gebracht. Wir sind schon weiter. Aha, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Der hat hier gerade irgendwas. Ach so, ich hätte doch gar nicht zu Aldi reisen müssen, ne? Aber doch, achso. Ah, du fährst Aldi zweimal an. Ich verstehe. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt jetzt. Oh, jetzt. Jetzt haben wir berührt. Oder irgendwas haben wir zumindest berührt. Busch fährt aus, ne? Habt ihr reingeschrieben? Ach Mensch, ärgerlich. Next stop, Aldi. Next stop, Aldi. So, weiter geht's. Warum ist aber doch kein Unfall gewesen? Glück gehabt. Next stop, IKEA. So, auch die Karte war sehr angenehm auch. Man brauchte nicht wirklich viel Zusatzcontent, wie sonst immer, wenn man sich OMSI-Karten runterlädt. Also, das finde ich immer sehr angenehm. Wo ich sie mir runterladen wollte, war tatsächlich, konnte man die Karte nicht runterladen. Da gab es so ein Limit. Ja. Und je nachdem,
wie oft die Karte zu einem bestimmten Zeitraum wahrscheinlich runtergeladen wurde, wurde der Download temporär gesperrt halt. Ja. Sodass ich da wirklich einen halben Tag dran saß, bis ich endlich die Karte runterladen konnte, um halt den Server halt nicht zu überlasten. Ja, war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich ließ in den Kommentaren, oh, Bio, guck dir die neue Karte an. Und ich versuche dann immer gleich dann halt, damit ich sie vergesse, um auf die Seite zu gehen und das Ganze dann halt runterzuladen. Und dann bist du da auf der Seite und dann kannst du es nicht runterladen. Also auf Fellow Films bekommt ihr das Ganze. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich es unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch das Ganze, wie gesagt, selbst mal anschauen. Und bestens natürlich hier den Bus hier von Alexander Dennis hier, ne, den Polygon oder Polygon Light halt auch. Ne, die beiden, die könnt ihr auf jeden Fall dafür gut einsetzen. Da gibt es absolut nichts zu bemängeln. Fände ich sehr angenehm. Einzige, was ihr noch machen müsst, ist dann vielleicht die Hochdatei noch in den passenden Bus packen. Ja. Das ist wichtig. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Please wait. Booting up. Schön, dass wir das Ganze mal jetzt erstmal anmachen. Kalkulator. Trip. Ja, gut. Okay, wir brauchen PIN. So, hier ist die Busspur, alles klar. So wie es aber aussieht, will keiner raus. Hat sich leider nicht durchgesetzt, dass das Ganze ja auch in Großbritannien drin ist. Ah, toll. Naja, gut. Ding Dong. Ah, ja, doch, jetzt haben wir hier auf jeden Fall was bekommen. Jetzt haben wir eine Meldung bekommen, dass wir uns an einen unerlaubten Wichser entfernt haben. Ja, ja, so ist das halt. Alleine hier, was soll man denn hier anständig reinkommen mit dem Bus? Wirklich. Hi there. Oh, hello. Hello, is it me you're looking for? Steht leider auch nichts drauf. Mann, oh Mann. Ja, wir standen gerade an der Haltestelle, jetzt hast du Pech. Jetzt hast du Pech. Nö, also muss ich sagen, also gefällt mir jetzt nicht so sonderlich die Karte. Aber gut, ist jetzt auch nur eine Linie, die wir jetzt hier gerade fahren. Boah! Ja, ich wusste ja nicht, dass der auch gerade ausfährt. Fantastisch. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Da habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet. Super hier mit dem gerade kollidiert hier. Ach so, ich war auf der falschen Spur. Alles klar, jetzt verstehe ich das auch. Ja, komm, rufen wir die Polizei. Ach so, ja, machen wir mal.
So, super nett. Hi, Hansim. Das ist okay, da stehe ich zu. Da habe ich wirklich nicht aufgepasst. Aber wenn du mir jetzt reinfährst, wärst du jetzt schuld gewesen. Extra geblinkt. Ah, gibt es wieder so ein schönes KI-Problem hier wieder auf der Strecke hier. Ja, Kreisverkehre sind schon was unglaublich Tolles. Was habt ihr gesagt? Man soll auf Pause drücken, die Zeit ein bisschen um ein, zwei Sekunden vorstellen oder um fünf. Und die Pause wieder wegnehmen? Nö, ist immer noch. Funktioniert nicht euer Trick. So, weil versteht wieder nicht, warum fährt der eine da jetzt nicht? Das ist. Ach, Leute, das ist immer so großartig. Oh, komm, die nehmen wir mit hier. Also, dass wir jetzt ja nun schon ein paar British Maps gefahren sind. Kann ich mir das auch erlauben, jetzt mittlerweile zu sagen, so welche mir gefällt und welche nicht. Aber wie gesagt, die gehört nicht dazu. Ich überlege gerade, welche die beste war. Yorkshire. Yorkshire ist für mich noch die absolut beste Karte gewesen, die ich gefahren bin. Wollte gerade sagen, weil. Ihr wollt nicht mit, oder doch? Steht so an der Stange. Hello. Good day, driver. So, ja, wie gesagt, die britische Woche leider zu Ende, ne? Schon seit einer Woche. Ich habe auch wirklich vernommen, dass ihr sie wirklich toll fandet. Wie gesagt, auch die ganzen Geschenke, die ihr mir gemacht habt hier, ja, mit euren ganzen Zusprüchen und das absolut geilste Repaint ever. Bin natürlich mega, mega happy. Wir werden auch nochmal eine neue Woche machen, gehe ich mal stark davon aus. Also nicht gehe ich davon stark aus, sondern es wird eine neue Woche kommen. Hallo, warte doch mal, Alter, ist das dein Ernst hier? Schnell hinterher hier. Werden wir auf jeden Fall noch eine weitere Woche noch ranhängen. Wann genau, weiß ich nicht. Also ich versuche sie spätestens bis zum nächsten Monat zu machen, weil es gibt halt noch ein bisschen was zu zeigen. Ein paar Linien haben wir noch, ein paar wünscht ihr euch noch. Ihr habt euch zum Beispiel auch noch andere Orte gewünscht, ja, zum Beispiel Niederlande, Tokio und alles was. Das könnt ihr mal machen, denn in so einem anderen Special, wo wir einfach mal weltweit denn um sie fahren. Könnte man sich nochmal Chicago Downtown nochmal angucken. Also nicht Mallorca nicht, aber wir da mal vielleicht dann mal, wie gesagt, dann auch Chicago und Hongkong und uns angucken und Niederlande. Und Next dann stop,
Habe ich vielleicht auch mal einen Grund, endlich mal diese französische Karte da zu spielen, diese Express schieß mich da tot. 91,6 oder sowas. Können wir das mal irgendwie damit miteinander verbinden. Aber ich glaube schon alleine diese britischen Karten habe ich einfach noch ein bisschen mehr. So, noch ein paar Linien, die man hier zeigen kann. Hier bin ich falsch. Tatsächlich. Wo hätte ich mich hinstellen müssen? Hier, 49, da steht der Kollege drin. Ja, dann müssen sie halt hier raus. Geht nicht anders. Stance 4. Wo sind wir denn aktuell? Stance 2. Gut, wie es nicht mal drin steht. Stance 2? Ich habe keine Ahnung, Leute. Layover? Auch nicht. Nö, keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich glaube, wir hätten hier nicht hergemusst. Obwohl doch, weil da gibt es ja eigentlich... Ah, jetzt kommt die Art Galerie. Nee, aber wie gesagt, also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu zeigen. Und da werden wir uns bestimmt auch nochmal ransetzen. Ja, also ich hätte ja auch nie gedacht, dass ihr das alles so toll findet. Ich dachte immer so, deutscher Content ist bester Content, aber scheinbar liege ich da komplett falsch. Für mich ist es halt einfach nur mal ein Highlight auch mal zu sehen, ne? Wo sieht es woanders halt aus, ne? Bin auch jetzt nicht immer nur für Deutschland, ne? Zum Beispiel schon alleine die Manley-Karte, die soll großartig sein. Welche gab es noch? Hier die BOTW-Karte, die soll ziemlich gut sein. Also deswegen, also es ist halt reichlich Content da. Ich muss halt mich nur ransetzen. Und gucken, wann halt, ne? Das ist das Ding. Und welche Busse und sowas. Also wenn, dann würde ich ja jetzt eher hier, ich könnte jetzt alle Folgen aufnehmen hier. Hauptsache wir fahren hier mit den Enviro 400, 200 und so weiter und so fort. Ich glaube, die machen mir am meisten Spaß so. Aber da muss ich leider auch mal so ein bisschen die Freeware-Busse hier noch angucken. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber die machen halt wirklich Spaß zu fahren halt auch, ja, das ist halt. Aber gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu in den Kommentaren, wisst ihr ja, ne. Die Ampel war noch unsere, die nehmen wir noch mit. River Street in Station. So, Leute. Zu spät, zu spät. Ah ja. Ja klar, weil wir ja Polizei rufen mussten und so weiter und so fort. Stimmt das Ganze. So Leute, das war's. Das war ja die Karte Stratshire. Ja, also ist jetzt kein Favorit von mir. Sie ist zwar nicht zu fahren halt, ne, aber ist jetzt kein Favorit. Aber wie gesagt, bei an Yorkshire kommt sowieso kaum was ran, finde ich. Erzählt mir doch mal eure absolute Lieblingsmap. So aus dem britischen Raum.
nutzt doch mal die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten rein. Vielleicht habt ihr eine Map, die ich noch nicht habe. Ja, und sonst werden es aber auf jeden Fall auch noch die beiden anderen Linien angucken. Wie gesagt, also eigentlich könnte man wahrscheinlich einen ganzen Monat mit British Content füllen. Aber wir haben ja auch noch andere Zuschauer, die natürlich hier auch noch ihre Sachen gucken wollen. So, ne? Darf man dann immer nicht vergessen. Aber ich freue mich auf jeden Fall über all eure Kommentare, über all eure Texte und eure Wünsche und was ihr so sehen wollt und so und so. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile dauert es jetzt ein bisschen, bis ich das Ganze dann halt auch abdrehen kann. Ja, es ist einfach wirklich viel mittlerweile. Freut mich aber trotzdem, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-Folge. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Bis dann, tschüss!